Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ricarda Heimann. Ich bin Referentin für Bildungsarbeit mit älteren Menschen am Zentrum Bildung der EKN, am Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung. Ich spreche heute mit einigen Projektstelleninhaberinnen für innovative Erwachsenenbildung 55 plus. Und wir haben uns Gedanken gemacht zum Thema Generationenverhältnisse. Caro, du hast beobachtet in sozialen Netzwerken, dass sich Boomer-Bashing häuft. Vielleicht haben einige von euch schon mal den Hashtag OKayBoomer gehört. Caro, du hast dich damit beschäftigt, hast Beobachtungen gemacht. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, was überhaupt Boomer-Bashing ist? Ja, gerne. Also vielleicht beginne ich einfach mal mit dem Begriff Boomer. Denn in Deutschland werden ja die Menschen, die zwischen 1955 und 1969 geboren sind, als die geburtenstarke Jahrgänge bezeichnet. Und im Volksmund hat sich das Wort Babyboomer dafür etabliert. Und du hast ja gerade schon den Hashtag oder den Begriff Okay Boomer benannt. Der ist 2019 ja nicht entstanden, aber da hat er sich verbreitet im Internet und er wird dafür verwendet, um als Stereotyp angesehene Ansichten der Babyboomer-Generation zurückzuweisen und vor allem aber auch, um sich über diese lustig zu machen. Das heißt, wenn immer irgendwo eine Aussage ist, die ja, etwas Stereotyp ist, wird sie häufig mit dem Begriff Okay, Boomer, versehen. Und ich habe Okay. da. Darf ich einmal kurz einhaken? Ich muss noch mal einmal zur Erläuterung sagen, dass Caro sehr viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist, genauso wie die Franziska. Du bist aber eigentlich in welchem Dekanat und Franziska, du bist in welchem Dekanat? Sagt ihr beide mal kurz, wo ihr seid? Also ich bin im evangelischen Dekanat Dreieich-Rottgau unterwegs. Und ich im Vogelsberg. Und ihr seid online auch unterwegs? Als Bei Instagram findet man mich als keine Frage des Alters. genau, und ich bin als Age Unlimited unterwegs auf Instagram. Danke. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt zu deinen Beobachtungen, bitte. Genau, aber es ist eine gute Überleitung, weil mit diesem Profil folge ich vor allem auch Theologinnen und Gemeindepädagoginnen und Menschen, die sozusagen in der digitalen Kirche unterwegs sind. Und ja, meine Beobachtung in den sozialen Medien wie Instagram ist, dass viele Jüngere, die ja dort überwiegend unterwegs sind, zum Beispiel in Post ihren Unmut über etwas kundtun, wie vor kurzem zum Beispiel über die Reihenfolge der Corona-Lockerungen, dass da sehr eindimensionale und tradierte Altersbilder vorherrschen und diese dann auch über ihre Reichweite weitervermittelt werden. Also wenn jemand sehr viele FollowerInnen hat und sozusagen einen Okay-Boomer-Post verfasst, dann wird der oft geteilt und dementsprechend werden diese Altersbilder ja auch weitergeleitet. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass wir vielleicht auch als Kirche nochmal etwas stärker hingucken müssen, was für Altersbilder wir denn so haben und ob wir da noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Denn es ist oft so, dass in diesen Posts, die dann verfasst werden, alle älteren Menschen in einen Topf geworfen werden und diese entweder als alt, krank und einsam dargestellt werden. Oder aber, dann kommen die sogenannten Boomer ins Spiel, dass diese Menschen mit viel Geld auf dem Konto in ihrem Einfamilienhaus mit Pool sitzen und sich überhaupt nicht für die Interessen der Jüngeren interessieren. Und genau, diese Pauschalisierung finde ich relativ gefährlich, weil ich glaube, dass es beides gibt, aber auch noch sehr, sehr viel dazwischen und dass es vor allem selten was mit dem kalendarischen Alter zu tun hat. Du hast gerade dazwischen gesagt, es geht ja um einen Konflikt zwischen jung und alt. Lieber Holger, ich wollte euch nicht unterschlagen. Holger und Ralf, mögt ihr euch einmal gerne vorstellen? Ja, Holger Schädel, evangelisches Dekanat Vogelsberg, Kollege von Franziska vor Ort. Ja, mein Name ist Ralf Skerzöller, evangelisches Dekanat Nassauer Land und ich habe meinen Dienstsitz in Bad Ems. Holger, ich habe die nächste Frage an dich zum Dazwischen.
Wir sind ja hier aus unterschiedlichen Generationen zusammengekommen und du bist die Zwischengeneration, die sogenannte Gen X. Wie stellt sich für dich dieser Konflikt, dieser mediale Konflikt oder tatsächliche Konflikt zwischen Jung und Alt dar, als jemand, der wahrscheinlich abwechselnd zu den Jungen und zu den Alten gerechnet wird? Ja, genauso geht es mir auch, dass ich mich frage, bin ich damit gemeint mit Boomer? Also traue keinem über 30, es könnte ein Boomer sein. Da ich Jahrgang 1970 bin, ist die Frage, kann man mir trauen oder nicht? Ich nehme das einerseits ein bisschen belustigt wahr, weil ich mich in Teilen nicht angesprochen fühle. Ich habe ein eigenes Haus, aber keinen Pool und überschaubar Geld. In anderen Teilen denke ich, ja, also so weit ist das nicht mehr, dann gehöre ich eigentlich auch dazu. Von daher ist eine gewisse Ambivalenz da. Generation X wurde in Deutschland auch mal übersetzt. Wir haben ja auch im Vorfeld mal darüber geredet, durch ein Buch, was dann auch irgendwie die Runde gemacht hat von Florian Illies, heißt Generation Golf. Ich habe auch darüber mich eher lustig gemacht. Ich gedacht habe, was sind denn das für Zuschreibungen, bis ich dann in dem Buch gelesen habe, dass das darüber lustig machen etwas Typisches für meine Generation sein möge. Seitdem denke ich da etwas hintergründiger drüber nach. Ralf, du bist jetzt ein echter Boomer. Als Boomer bist du hier dabei und hast als solcher aber die Umweltbewegung der 80er mitbekommen. Und ich bin total gespannt, mal zu hören, wie das eigentlich so war. War das auch schon so ein Generationenthema oder war das eigentlich gar kein Kampf zwischen den Generationen? Ja, erstmal hallo nochmal und ich finde es total toll, dass ich jetzt so Zeitzeuge bin. Zeitzeuge der 70er und 80er Jahre. Und da merkt man schon, dass man plötzlich in einer ganz anderen Kategorie dabei ist. Ja, die Umweltbewegung aus meiner Sicht hatte sehr verschiedene Facetten und ich kann natürlich nur meine Wahrnehmung sehr persönlich schildern. Der Begriff Umweltbewegung war eigentlich gesplittert, weil es ganz verschiedene Facetten gab, beziehungsweise ganz verschiedene Gruppen. Und ich glaube, was uns alle vereint hat damals, das war eigentlich das Erlebnis von drei großen Ereignissen. Das eine war also das große Waldsterben, das war also bald schlimmer als heute. So hatte ich das jedenfalls im Gefühl. Wir haben über große, weite Flächen geguckt und es war ganz klar, die Ursache war die Luftverschmutzung. Es gab also zum Beispiel auch bei den Kindern eine große Anzahl Kinder, die also Krupp erkrankt waren. Die hatten den Krupphusten. Und die Forderung war schon wie heute auch, also nach einer Reduzierung der Schadstoffe. Und es wurde ja dann damals eingeführt, der Katalysator für die PKWs. Und ich habe gerade in der Presse gelesen, also heute ist der letzte Liter des bleihaltigen Benzins verbraucht worden. Und ein ganz großes Ereignis war eigentlich für uns alle die Havarie vom Atomkraftwerk in Tschernobyl. Weil ganz Deutschland wurde da verstrahlt und wir waren mit unseren Kindern auch im Max-Planck-Institut und haben die Kinder gemessen auf die Cäsium 23 und Cäsium 137 und haben festgestellt, alle waren belastet. Und es wurde also geschlossen, die Kitas wurden geschlossen, die Spielplätze wurden geschlossen, man durfte nicht mehr raus, die Lebensmittel waren verstrahlt, es war eine ganz schwierige Zeit. Und dann war natürlich auf der anderen Seite auch nochmal der Kampf gegen diese Großprojekte. Also ganz besonders prägend war für mich der Widerstand gegen den Bau der Startbahn 18 West am Frankfurter Flughafen. Es war eine starke Bürgerbewegung und ich habe da auch gespürt, dass die evangelische Kirche und die katholische Kirche sehr stark diese Bürgerbewegung mitgeprägt hat. Jung und alt waren da zusammen, Gewerkschaften. Ja, eigentlich hatten wir das Gefühl gehabt, das ganze Rhein-Main-Gebiet war da unterwegs. Und so entstanden auch die große Zeit der Bürgerinitiativen, die, glaube ich, heute gar keine große Bedeutung mehr haben, so vom Namen her, die BIs. Und 1980 war auch geprägt von dem Entstehen der Grünen. Die haben sich 1980 gegründet. Und 1983 waren sie dann zum ersten Mal im Bundestag. Und ich glaube, die Ziele von damals, also den Schutz der Umwelt und der Menschen, ist mit den Zielen von Fridays for Future ebenfalls vergleichbar. Ich habe mal so überlegt, was so anstand damals. Also es ging um das Tempolimit, genauso wie heute. Es war schon die Forderung, 130 zu fahren. Dann Verzicht auf Plastik. Da gab es diese große Bewegung, Jute statt Plastik. Dann Reinhaltung der Luft und des Wassers und des Bodens. Dann gab es ganz viele Bioläden sind entstanden. Regionaler Einkauf war für uns super wichtig gewesen. Und die Forderung nach erneuerbaren Energien war eine damalige Forderung. Dann wurde abgeschafft FCKW in Spraydosen. Dieses FCKW war Auslöser für das Ozonloch. Asbest wurde verboten. Und ebenfalls, dass die Erde sich erwärmt, war schon ein ebenfalls großes Thema. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sind dann zum Aletschgletscher gefahren 1985 und haben Aufnahmen gemacht.
Also der Aletschgletscher war viel größer gewesen und da hat man schon gesehen, wie er wegschmilzt. Und heute, glaube ich, ist er schon ganz weg. Also ist vielleicht nur noch ein Restbestand da. Und so denke ich, dass die Forderung von Fridays for Future und den Intentionen der damaligen Umweltbewegung eigentlich größtenteils identisch sind. Vielleicht noch so ein Unterschied, also das war eigentlich nicht eine Jugendbewegung, sondern alt und jung waren dann gemeinsam. Es war immer spannend zu sehen. Und ich glaube, diese Umweltbewegung, die ging es eigentlich auch über in den Lebensstil. Also was jetzt Holger gerade geschildert hat, ja, mit dem Pool oder du ja in deiner Fragestellung mit dem Einzelhaus. Und das war eigentlich gar nicht das Thema, sondern man hat neue Lebensformen ausprobiert. Wohngemeinschaften war was ganz Neues. Das ging darum, dass man auch Lebensgemeinschaften gegründet hat. Das gab zum Beispiel bei dem Zusammenleben an der Startbahn 18 West, das gab ein Hüttendorf. Also dieses Thema war jetzt gar nicht so präsent, sondern man hat geguckt, wie man sich auch gut mit den Alten verbindet, also den Senioren. Und die waren so ein Stück weit auch mit ihrer Kernkompetenz immer dabei. Aber dann ist es ja wirklich komisch, dass das so zu so einem wahnsinnigen Generationenthema geworden ist. Gibt es denn auch kritische Sichtweisen aus deiner Generation auf die heutige Jugend, vielleicht auch im Zusammenhang mit Corona? Ist dir da was in der Diskussion? Ja, ich höre es manchmal, dass es heißt, also die heutige Jugend, die würde so unvorsichtig sein. Ja? Also die würde zum Beispiel Feten feiern oder die würden in Ausland fahren, wo sie sich dann anstecken können. Aber in meinem Umfeld höre ich das eigentlich nicht so richtig, sondern ich nehme es mehr über die Presse wahr. Also so ein großes Bashing auf die Jugend kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Mhm. Also ich höre sie auch nicht. Sondern ich lese dann immer so in der Presse so oder im Internet, ja, wo dann große Beschwerden sind, dass sie also unvorsichtig sind. Und es gibt auch eine sehr starke Auseinandersetzung mit der Corona-Erkrankung hier bei den Älteren. Und es wird auch immer diskutiert, ist es gut, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen. Eher da liegt der Schwerpunkt. Mhm. Franziska, Corona-Partys sind jetzt nicht der Schwerpunkt von Eltern in der Corona-Krise gewesen. Mit welchen Themen sind junge Erwachsene, die schon Kinder haben, beschäftigt und wie kommen die eigentlich in dieser ganzen Generationendebatte vor? Also da muss man zunächst gucken, was wir mit Generation meinen. Und in diesem Kontext ist ja Generation in Bezug auf Familie gemeint. Also Eltern, die Kinder versorgen und die Großeltern und so weiter. Und ja, wir kennen alle so Fragen nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Betreuungsangebote, Doppelbelastung. Und die Corona-Pandemie hat sich ja wie so ein Brennglas auf alles Mögliche ausgewirkt und auch da nochmal Situationen einfach verschärft. Ich würde vielleicht ganz gerne da nochmal bei Ralf anschließen, weil ich das dann jetzt auch ganz interessant fand, dass du, Ralf, gesagt hast, es gab die Bürgerbewegung, wo Alt und Jung zusammen war und jetzt gibt es Fridays for Future, was eher als Jugendbewegung gesehen wird. Und ich glaube, ein Phänomen unserer Zeit ist, dass wir oft versuchen, Generationen zu trennen durch verschiedene Nutzung von verschiedenen Begrifflichkeiten. Oder also es nicht versuchen, sondern es auch tun. Fridays for Future, da ist jetzt erstmal keine Altersbezeichnung drin, sondern es ist ein Wochentag drin und es ist die Zukunft drin. Das heißt, man könnte ja auch eigentlich sagen, warum ist Fridays for Future denn mittlerweile nicht eine sozusagen Bürgerbewegung, wie sie vergleichbar zu früher war? Stattdessen wird das immer weiter aufgesplittet. Plötzlich gibt es Parents for Future, es gibt Grandparents for Futures, es gibt Omas for Future. Sozusagen alle, die gleiche Intention haben, werden aber sozusagen wieder bestimmten Kategorien zugeordnet, dass sie innerhalb ihrer Generation bleiben und verfolgen aber das gleiche Ziel. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Beobachtung, die man ja auch sozusagen durch die zunehmende Institutionalisierung beobachten kann. Das passiert aber auf zwei Art und Weisen. Das passiert zum einen über das Alter und über den Generationenbegriff, also die Jungen, die Alten, die Erwachsenen. Das passiert aber auch mit Themen und Interessen, denn es ist nicht so, dass die komplette Jugend quasi sich den Klimaschutz zum Thema gemacht hat. Genauso wenig wie alle Boomer oder alten Menschen für ein bestimmtes Thema oder für das Haus mit Pool stehen. Ja, da muss ich. Achso, Entschuldigung.
Ja, ich wollte ja auch noch überhaupt was... Sinn, so stark von Generationen zu sprechen? Ich meine, es ist ja auch zum Beispiel ein Riesenerfolg, dass es ein Recht gibt, zukünftiger Generationen auch Lebenswirklichkeiten zu haben, das jetzt auch verankert ist. Von daher hat dieser generationenspezifische Herangehensweise oder Thematisierung ja wirklich auch Folgen gehabt, die wahrscheinlich einen großen Hebel darstellen. Genau darauf wollte ich noch mal kurz was sagen. Also wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das war nicht mein Spruch, sondern das ist auch laut gerufen worden auf einer FFF, Fridays for Future Demo, wo ich selber mit dabei war. Und das haben junge Menschen, insbesondere unter, keine Ahnung, 30, unter 25 gerufen. Und ich finde, das, ja, würde ich schon sagen, Ralf, du hast ja auch Unterschiede markiert zu der Umweltbewegung der 1970er und 80er Jahre, dass das Thema Gerechtigkeit viel stärker da eine Rolle spielt. Also wir haben überhaupt nicht die Chancen über das Umweltthema, weil die Ressourcen verbraucht werden und demnächst so verbraucht werden, dass wir es gar nicht mehr wiederherstellen können. Dazu zwei Statements. 2019 UN-Gipfel in New York. Greta Thunberg hält ihre berühmte Rede zugespitzt auf den Satz, how dare you? Wie könnt ihr es wagen? Das ist die Gerechtigkeitsfrage. Wie könnt ihr es wagen, meine Lebensgrundlage wegzunehmen? Und das finde ich einerseits einen sehr guten Satz, weil es richtig zuspitzt. Und dann kam die Antwort der deutschen Bundeskanzlerin, wir haben den Weckruf der Jugend gehört. Das war ein Element ihrer Rede. Auch da kann man erstmal das Positive sehen. Sie hat zitiert, sie ist darauf eingegangen. Bei Biden ist aber auch eine Schattenseite. Also Greta Thunberg ist nach New York gesegelt, medienwirksam und Hut ab. Und danach sind Leute mit dem Flugzeug hingeflogen, die das Segelboot wieder zurückgefahren haben. Und Angela Merkel hat in ihrer Rede ja sehr viel Allgemeines gesagt und aus meiner Sicht zu wenig an dieser Stelle und an anderer Stelle sich eingesetzt. Also die verfasste Politik kommt nicht nach und die Jugend hat das Gerechtigkeitsthema entdeckt. Manchmal ist es auch ein Selbstgerechtigkeitsthema. Darf ich da nochmal einhaken, weil das mit diesem zurückgeflogenen Flugzeug ja auch eine typische rhetorische Figur ist, um solche Forderungen, wie sie von der Jugend gestellt werden, auch zurückzuweisen. Da wird zum Beispiel gesagt, ja, ja, diese Kinder, die machen hier einen auf Umweltschutz und dann lassen sie sich mit dem SUV zur Schule fahren. Ja, das ist eine Figur, klar, das wird benutzt, keine Frage. Ich habe es ja jetzt auch benutzt. Wäre es besser, wenn man es verschweigen würde? Die Frage ist, ob man sozusagen ethisch vollkommen sein muss, um ethische Forderungen zu stellen und ob die Schwierigkeit nicht auch darin liegt, dass wenn man solche gruppenbezogene Forderungen aufmacht, dass man dann auch als Gruppe über Identitätszuweisungen zurückgewiesen wird mit den Forderungen. Können wir das solidarischer machen? Ich glaube, also ich bin jetzt zweimal angesprochen worden, ganz kurz nochmal, also zum Holger nochmal eine Position aus den 80er, 70er Jahren, die eigentlich so ähnlich ist wie bei Fridays for Future. Also das habe ich auch noch an der Wand hängen. Das ist ein Spruch von Cauchys und das war eigentlich so, an jeder Ecke war es zu lesen. Es hieß, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Also es war von den Creek-Indianern und dieser Spruch, der gab's vertont, der war in ziemlichen Sitzungen, dann gab es bei den Demos wurde er mitgetragen. Und wir sind ja eigentlich, haben gemerkt, also dass wir genauso, also damals schon und jetzt also genauso die gleichen Ziele haben. Und heute, jetzt nochmal zu Franziska auch, wir haben auch dieses gleiche Problem mit unseren Kindern ebenfalls. Ja? Also wir haben uns jetzt zum Teil impfen lassen, die ältere Generation, damit sie mit ihren Enkelkindern zusammen sein kann. Damit wir denn die Betreuungspflicht noch übernehmen können. Also Pflicht nicht, sondern den Betreuungsspaß. Und unser Spruch ist eigentlich immer und heute auch mit meinen Älteren, also wir haben die Erde nur geliehen. Das heißt, die Erde wurde in den letzten Jahren ziemlich stark zerstört, gerade in der Industrialisierung. Und zurzeit sterben in Europa 680.000 Menschen im Jahr an den Folgen von der Klimaverschmutzung. Und das ist ja eine Riesenzahl, 680.000 in Europa allein. Und weltweit sind es 4,5 Millionen Menschen. Und das haben wir damals schon gemerkt und gesehen. Und die Leute, die damals dabei sind, die haben sich ja jetzt nicht abgewendet von ihren Idealen damals. Ja, sie sind ruhiger geworden. Sie sind nicht mehr so, sie machen nicht mehr bei jeder Demo mit. Aber sie hatten alle ihre Zeit und sind natürlich unisono mit der heutigen Bewegung.
Und ich finde es auch richtig, dass das noch ein Teil der jungen Leute aufstehen und natürlich auch die anderen dann sagen, ja, Grandmas sind ebenfalls da und Großväter sind dabei und wir sind eine große Bürgerbewegung. Und ich glaube, jeder kann seine Facetten einbringen. Und wir kämpfen dafür, dass natürlich die Rahmenbedingungen im Bereich Verkehr, Landwirtschaft, Industrie und Wohnen natürlich verbessert werden. Und ich glaube, dieses Bashing, dass es heißt, also die Alten sitzen jetzt in ihrem Familienhaus und ihrem Pool, das könnte natürlich von der Gegenseite auch kommen. Ja? Also ich erlebe es genau andersrum. Wir sitzen nicht da irgendwie rum, sondern gerade in meinem Arbeitsfeld. Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Klimaerwärmung, was wir machen können, was wir in unserem Haushalt verbessern können, wie wir unsere Häuser besser isolieren können. Ja, das sind ja alles Themen, die für das Klima, dass also das Klima nicht weiter höher und nicht stärker wird. Entschuldigung, ich habe mich jetzt versprochen. Gut, weil ich doch merke, ich bin auch emotional sehr, sehr verhaftet. Ja, ich merke so dieses Thema, das kommt so aus diesen 70er, 80er Jahren gerade wieder hoch, ja, auch gerade hier in unserer Sitzung. Ich finde es total spannend, dass wir so darüber sprechen. Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen. Das ist ganz kurz bei dir angeklungen, wortwörtlich. Und zwar hast du über Geld gesprochen. Und wir denken das ja auch implizit so die ganze Zeit mit, ne? Also wir gehen von den älteren Menschen aus, die in ihrem Einfamilienhaus leben. Mhm. Es gibt genug Menschen, die von Altersarmut betroffen oder bedroht sind. Und wir sind so ein bisschen beim Thema Klimaschutz auch hängen geblieben, auch Umweltschutz und so ein bewusstes Leben, regionale Produkte und so weiter muss man sich ja leisten können. Wir hatten eben das Beispiel, dass die Fridays for Future Demonstrierenden oder AktivistInnen dann im SUV zur Schule gefahren werden. Also wir sprechen hier von ganz bestimmten Bevölkerungsschichten, denn nicht jedes Elternteil hat ein SUV oder kann sich den leisten. Mir ist das so ein bisschen nicht ausdifferenziert genug, ne? Weil im Grunde das, was ja in den Medien so in bestimmten Bildern dargestellt wird, jung gegen alt, Generationenstreit, Generationenkonflikt und so weiter. Das sind eigentlich soziale Fragen und Gerechtigkeitsfragen. Und es geht da eher um Chancen- und Bildungsgleichheit. Das Interessante ist ja auch, dass sowohl die Bereitschaft, sich Umweltschutz einzusetzen und einen ökologischen Lebensstil zu pflegen, als auch der CO2-Fußabdruck proportional mit dem Einkommen steigt. Das heißt, je mehr ich verdiene und je mehr Bildung ich habe, umso ökologisch bewusster bin ich unterwegs, aber umso mehr Ressourcen verbrauche ich gleichzeitig. Das sind Daten, die man ablesen kann. Und das ist gerade zwischen diesen oder in diesem Milieu zu gegenseitigen Schuldzuweisen kommt es ja auch interessant. Und ich denke auch, dass die Klimafrage die soziale Frage schlechthin ist, ja. Und das sozusagen immer gegeneinander laufen zu lassen, diskursiv, finde ich auch ein bisschen schwierig in der Politik. Da würde ich gerade nochmal an Franziska gerne anschließen, denn das ist nämlich genau das, was ich auch vertrete, weil ich glaube, es gibt nicht den Generationenkonflikt, sondern es sind halt oft viele Interessenskonflikte, die sehr vielschichtig sind. Und selbst wenn es unterschiedliche Konflikte zwischen verschiedenen Generationen gibt, finden die ja selten so statt, wie man Streit so kennt. Also dass eine Person oder eine Gruppe auf eine andere Gruppe schimpft oder sie für etwas verantwortlich macht. Ich glaube, es ist oft so, dass es zum Beispiel politische Entscheidungen sind, die getroffen werden, die dann auf eine bestimmte Gruppe projiziert werden und sich dadurch eine andere Gruppe benachteiligt fühlt. Und ich würde es gerne so ein bisschen runterbrechen. Wir sind ja auf einer sehr hohen politischen Ebene mit Klimawandel und Greta Thunberg und Angela Merkel. Aber wir haben ja am Anfang über soziale Medien gesprochen und ich habe im Vorfeld mal über Instagram gefragt, ob diejenigen, die mir folgen, denn einen Generationenkonflikt ausmachen. Und da kam ein Beispiel, dass es in der Stadt der Person, die mir geschrieben hat, zu wenig für Kinder und Jugendliche und Familien mit Kindern gibt. Dafür aber umso mehr Bingo-Abende und die Spielplätze werden vernachlässigt und der Bürgerbus, der würde auch nur Menschen ab 65 Jahren mitnehmen. Und das sind ja letztendlich alles Entscheidungen, die politisch Verantwortliche treffen.
Die, ich sag mal, orthonormal älteren BürgerInnen können jetzt erstmal nichts dafür, dass es viele Bingo-Abende gibt und dass der Bürgerbus ja diese Regel hat, nur bestimmte Personen mitzunehmen. Trotzdem wird es dann aber als Generationenkonflikt gesehen von den MitbürgerInnen. Und das ist halt, glaube ich, eben eher dieses Interessenskonflikt, dass es ein Ungleichgewicht zwischen verschiedenen Interessen gibt. Und medial und auch in den Köpfen wird dann der Begriff des Generationenkonflikts dafür genutzt. Deswegen wäre es vielleicht eher sinnvoll, dass ganz unterschiedliche Personen an politischen Entscheidungen, auch in kleinen politischen Entscheidungen, beteiligt sind. Ja, oder man ändert den Blickwinkel, ne? Also wo werden nicht Generationen getrennt, sondern was sind die Themen, die es gemeinsam gibt? Also was ist keine Frage des Alters, sondern themenspezifisch? Weil Barrierefreiheit zum Beispiel oder die Digitalisierung, der Breitbandausbau, der ÖPNV im ländlichen Raum, das betrifft jung und alt und alles dazwischen gleichermaßen. Ich würde gerne noch mal kurz auf das, was Franziska vorhin gesagt hat, zurückkommen. Du hast auch noch mal stark gemacht, ja, dass manche Bilder sozusagen transportiert werden, aber dass sie auf viele in einer bestimmten Alters- oder Generationengruppe gar nicht zutreffen. Dass es einfach sehr individuell ist und sehr unterschiedlich. Das würde ich absolut unterschreiben. Habe ich auch seit, wir hatten ja so ein Vorgespräch auch noch mal drüber nachgedacht. Gleichwohl glaube ich, das habe ich ja beim letzten Mal auch gesagt, dass es auch Trends gibt und sozusagen Tendenzen. Und mir ist, seit wir die Vorbereitung hier haben und Ricarda Heimann gesagt hat, na, überleg doch mal, mit welchem Grundgedanken hier reingeht, ist mir ein Lied durch den Kopf gekommen. Musik transportiert ja auch Lebensgefühl, manchmal auch generationenbezogen. Und es ist ein Refrain von der Band Fury in the Slaughterhouse, von aus meiner Meinung nach dem besten Album, was sie gemacht haben. Da heißt es, every generation got its own disease. Also jede Generation hat ihre eigene, ja, wie übersetzt man es, ihre eigene Krankheit, ihre eigene seelisch-geistige Verfasstheit. Ich habe da nochmal nachgeguckt, bei Langenscheid stand ihr eigenes Ungemach, also ein altes deutsches Wort, jede Generation, man könnte freundlich sagen, ihre Marotten, aber auch ihre Schlagseiten und ihre negativen Seiten. Das Spannende bei diesem Song ist, es hört damit nicht auf, sondern es geht dann weiter mit I got mine, so help me please. Also ich habe auch meine und so helf mir bitte. Die Frage ist, an wen richtet sich denn diese Bitte, wenn ich jetzt mal von dem Song weggehe? Und das finde ich das Spannende an unserem Gespräch hier und auch an der Debatte, auch wenn sie vielleicht hier und da ein bisschen ausufert, das Spannende eben mit Generationen ins Gespräch zu kommen, mit diesen Tendenzen und das nicht sozusagen verstummen zu lassen oder in die Ecke zurückzukriegen oder kriechen oder bei ein paar Schlagworten stehen zu bleiben. Natürlich frage ich mich auch, wo ist mein Disease, wo ist meine seelisch-geistige Verfasstheit als Anhänger einer Generation und ich hatte das ja schon gesagt, die Tendenz, alles in Anführungszeichen zu setzen, ironisch zu brechen und sich dann abzuwenden, um sein schönes Leben zu führen. Das reicht bei der Umweltbewegung lange nicht aus und deshalb sage ich, help me please, helft meiner Generation, jetzt ein bisschen symbolisch, bitte nicht wörtlich verstehen, vielleicht müsste unserer Generation mal jemand in den Arsch treten, ökologisch gesehen, symbolisch habe ich gesagt, ja. Ja, ich denke, wir haben mit dem Generationenthema eine, da ist eine Fülle von unterschiedlichen Interessen, die da verhandelt werden und auch von sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Wir leben ja jetzt mit einer sehr, sehr langen Lebenserwartung. Das heißt, es gibt auch sehr, sehr viele Generationen, die nebeneinander existieren und auch sehr unterschiedliche prägende Erfahrungen gemacht haben. Es gibt immer noch eine Generation, die im Krieg und in der Nachkriegszeit geprägt wurde. Und die letzten drei Generationen sind vielleicht in einem wirklich einem unvergleichlichen Wohlstand groß geworden. Da hängt eine große Spanne dazwischen und dass diese unterschiedlichen Interessenerfahrungen irgendwie auch kommunikativ vermittelt werden müssen, denke ich, ist für einen gesellschaftlichen Diskurs eine große Herausforderung und dass der Generationenbegriff sich da anbietet, es liegt immer erst sehr, sehr nah und schwierig wird es eben dann, wenn das zu schematischen Wahrnehmungen und gegenseitigen Schuldzuweisungen führt, denke ich. Ja, vielen Dank, dass ihr heute hier mit mir gesprochen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir wünschen euch eine
Gute Woche, sonnige Woche. Genießt die herrlichen Septembertage. Auf Wiedersehen.